Tour de Zen, was ist das eigentlich? Ja, die Tour de Zen ist entstanden aus einer Idee von Stefan Schwung vom Kanal Schwungvoll, den ich mal hier unten verlinke. Und wie ist sie entstanden? Ein gewisser Thomas Zen, Autor dieses wunderschönen Hochglanzmagazins Walter, hat sich in einen Audi e-tron gesetzt, ist von Hamburg nach Leipzig gefahren, hat für diese Strecke ganze 9 Stunden gebraucht und hat sich köstlich unter dem Titel Euer Ernst über die E-Mobilität ausgelassen. Wir als erfahrene E-Mobilisten haben gesagt, das kann so nicht sein, das ist so auch nicht. Und wir haben uns gesagt, wir müssen diese Tour einfach nachfahren, aber wir setzen noch einen drauf. Denn wir sind erfahrene E-Mobilisten, wir wissen, wo wir laden müssen, wie lange etc. pp. Das machen wir aber nicht, sondern wir haben gesagt, wir nutzen das Navi, das e-tron, wir tun so, als wenn wir völlig unerfahren sind, wir fahren stumpf nach Navi und werden mal dokumentieren und schauen, ob man als unerfahrener Fahrer im Jahr 2020 Langstrecke mit dem Elektroauto machen kann. Kleiner Funfact am Rande, dieser e-tron, den wir uns gemietet haben, mit Hilfe der Community, vielen Dank dafür nochmal, ist ein e-tron 50, das heißt, es ist eine 60 Kilowattstunden Batterie und damit gut 15% weniger Batteriekapazität als die Batteriekapazität des e-tron 55, die der Herr Zen verwendet hat. Wir setzen noch einen drauf von Hamburg nach Leipzig. Wir haben das Fahrzeug eine Woche. Wir werden dann natürlich nicht Schluss machen und wir werden sicherlich keine Woche von Hamburg nach Leipzig brauchen. Deshalb wird es danach noch über Frankfurt, über Ladepark Kreuzhilden, bei Nextmove vorbei und auch über Köln und Essen wieder zurück nach Bremen gehen. Das heißt also, ich werde hier unten in der Videobeschreibung einen Glimpse-Link reinsetzen. Wenn ihr sehen wollt oder uns treffen wollt irgendwo unterwegs, dann verfolgt einfach den Glimpse-Link, dann könnt ihr uns bei den Ladepausen treffen. Schaut unsere Livestreams auf dem Kanal Schwungvoll oder auf diesem Kanal hier an. Dann würde ich mich freuen, wenn wir uns sehen unterwegs. Und mehr gibt es zu der Tour de Zen eigentlich nicht zu sagen. Denn was soll man auch sagen? Sie lebt eigentlich von den Emotionen. Und die kommen jetzt.